Und wer von euch hat schon mal in einem schlechten Hotel übernachtet? Ich muss ja gestehen, ich habe da so eine Macke. Also ich habe mehrere Macken, aber eine Macke ist sehr ausgeprägt. Ich hasse schlechte Hotels. Das geht bei mir so weit, dass ich irgendwann mal sogar dazu überging, mir ein Wohnmobil zuzulegen. Und die meiste Zeit, wenn ich irgendwo auswärts übernachte, ich penne echt im Wohnmobil. Aber wer von euch hat schon mal in einem richtig guten Hotel übernachtet? So mit richtig genialem Service, wo man sagt, boah geil, da wird einem jeder Wunsch von den Lippen abgelesen oder du musst es gar nicht äußern, die Leute sind zuvorkommend höflich. Und ich ertappe mich dabei, es gibt so eine Handvoll Hotels, die sind so richtig genial, da bin ich so gerne drin. Und wenn ich aus denen rausgehe und in irgendein anderes Unternehmen reingehe, dann denke ich mir manchmal, boah Leute, ihr könntet euch echt was von dem Service von diesen Hotels abschneiden. Und ich habe ja schon oft gedacht, Mensch, wäre das was, wenn man das Thema Servicekultur eines guten Hotels irgendwie auf diesen Bereich da draußen in der Wirtschaft übertragen könnte? Also was kann man beim Verkaufen lernen, beim Service lernen von so guten Hotels? Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass unser nächster Referent sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Unser nächster Referent kommt sowohl aus der Hotellerie, er kommt aus der Immobilienbranche, hat die Themen daraufhin übertragen und er hat nun Dinge für uns, Weisheiten für uns, die wir alle gebrauchen können, wenn wir in irgendeiner Form mit Kunden zu tun haben. Hier ist euer Benjamin Dau! Vielen, vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr alle hattet eine angenehme Anreise und genießt den Aufenthalt hier bei uns bei Gedankentanken. Den meisten von Ihnen wird dieser Begrüßungssatz sicherlich bekannt vorkommen. Eigentlich jedem, der schon einmal in einem Sternhotel übernachtet hat, der wird genauso begrüßt, höflich und freundlich. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise und genießen den Aufenthalt hier bei uns im Hotel XY. Ich selber muss dazu sagen, ich liebe Hotels und ich liebe Hotels, die mir einen guten Service bieten. Ich möchte abschalten, ich möchte einfach Service. Und ich habe vor 8 Wochen einen ganz spannenden Artikel in der FAZ gelesen. Da stand drin, wo halten wir uns am liebsten auf? Erstmal habe ich mich gefragt, okay, woher wissen die Leute das? Dann habe ich den Artikel durchgelesen und als erstes wurde das Zuhause genannt. Das ist für mich selbsterklärend und als Immobiliendienstleister super. Ihr haltet euch alle am liebsten zu Hause auf. Und danach kam der Urlaub. Auch das war für mich ganz klar. Jeder von uns, und ich glaube wirklich jeder, macht gerne Urlaub. Und die sagen, nee, mag ich nicht, das nehme ich euch nicht ab. Aber speziell stand da geschrieben Urlaub in Hotels. Warum? Weil wir möchten einen Service genießen, den wir oftmals zu Hause nicht bekommen. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von Ihnen hat eine Hausbedienstete oder einen Hausbediensteten, gehen ganz wenig Hände hoch. Also im Urlaub möchten wir einen Service genießen, wo wir abschalten können und uns fallen lassen können. Und der CEO eines ganz großen deutschen Reiseveranstalters saß letztens mit mir zum Mittag und hat gesagt, Benny, ich muss wieder nach Mallorca. Und ich dachte mir, super, ich komme mit. Aber er ist nicht dorthin geflogen, um Urlaub zu machen, so wie viele von uns auf Deutschlands, des deutschen Lieblingsinsel, sondern er ist dorthin geflogen, um die Hotellerie wach zu rütteln. Mallorca möchte einen Imagewechsel, weg vom Sauftourismus hin zu einem Urlaubsparadies. Und er ist dorthin geflogen und hat gesagt, Benny, ich muss die wachrütteln, weil die Konkurrenz im östlichen Mittelmeer bietet wesentlich mehr Service, mehr Qualität für weniger Geld. Wesentlich mehr Service, mehr Qualität für weniger Geld. Und für mich war super spannend, dass dieser Mann als erstes von Service gesprochen hat. Und der Preis, wo viele sagen, der Preis ist heiß, der Preis ist wichtig, der war ganz unten. Ich habe mich mit dem Thema Service die letzten Jahre so intensiv beschäftigt, wie sicherlich wenige. Und ich habe aktuell 6 Standorte im Nordwesten Deutschlands und wir haben eine Umfrage gemacht. An jedem unserer Standorte und sind auf die Leute zugegangen und haben gefragt, wann würden Sie Ihren Dienstleister wechseln? Und 2 Zahlen haben mich unglaublich überrascht. Eine ganz hohe und eine ganz tiefe. 7.000 Leute. Und 64% haben gesagt, die wir auswerten konnten, 64% haben gesagt, ich würde meinen Dienstleister wechseln,
wenn der Service nicht stimmt. 64%, eine Wahnsinnszahl. Und nur 11% haben gesagt, ich würde meinen Dienstleister wechseln wegen des Preises. Und in dem Moment wusste ich wieder, dass dieser Mann, dieser CEO, recht hatte. Die Leute legen Wert auf Qualität. Die Leute sind bereit, Geld auszugeben, aber sie möchten Service. Wer von Ihnen hat denn ein Stammfriseur oder ein Stammrestaurant? Wenn ihr beides habt, könnt ihr gerne beide Hände hochnehmen. 7 von 10 Leuten, die zu ihrem Stammfriseur gehen, gehen dorthin, weil sie sich dort wohlfühlen. Den guten Haarschnitt, über den man sich streiten lässt oder streiten kann, den setzen sie voraus. 7 von 10 gehen dorthin, weil das Rundumpaket stimmt. Und in der Gastronomie, in der Hotellerie ist es noch extremer. 8 von 10 Kunden gehen zu ihrem Lieblingsgriechen, zu ihrem Lieblingsitaliener, weil sie sich dort zu Hause fühlen. Und oftmals sogar denken, sie gehören zur Familie oder sind Freunde der Gastronomen. 8 von 10 gehen dorthin, obwohl sie wissen, woanders ist, sind die Speisen genauso gut oder sogar besser. Aber ich fühle mich dort wohl. Menschen kaufen Emotionen. Menschen kaufen Gefühle. Wir alle kaufen aus Emotionen heraus, um es dann rational zu erklären, warum wir es gerade gekauft haben oder abgeschlossen haben. Und ich wollte immer verkaufen. Ich wollte immer reden. Schon damals, wo meine Mutter mich durch den Ort geschoben hat, haben sicherlich einige gedacht, ich wäre ein Schreikind. Ich war ein Kommunikationskind. Die Leute haben mich nur nicht verstanden. Wirklich. Und wo ich dann mega glücklich nach der Beendigung meiner schulischen Laufbahn nach Hause gekommen bin und gedacht habe, jetzt geht das Geldverdienen los. Jetzt steige ich groß ein in egal was verkaufen, Hauptsache verkaufen. Bin ich auf meinen Vater zu, habe ihm das Zeugnis gezeigt. Ich war begeistert, er weniger. Und er sagte, Benni, du willst doch Verkäufer werden. Und ich sagte, ja. Und er sagte, sehr gut, dann gehst du ins Hotel. Und ich dachte, was? Okay. Und ich sagte nochmal, Papst, ich will Verkäufer werden. Und dann sagte er, wie gut wirst du werden? Und dann sagte ich, die kleinste Nummer, die Nummer 1. Und dann sagte er zu mir, okay, dann gehst du ins Hotel. Und da ich damals schon die Bücher aus dem Vertrieb inhaliert habe, habe ich mir gedacht, okay, gehst du sofort in die Einwandbehandlung. Und ihr wisst ja, loben, nutzen, fragen. Papst, ich finde es super, dass du dir Gedanken über meine Zukunft machst. Aber viele Überstunden und wenig Bezahlung, du und Mom möchten doch sicherlich auch mal, dass ich ausziehe. Was hältst du grundsätzlich von Immobilienkaufmann oder Versicherungskaufmann? Nein, es war wirklich, ich hatte keine Möglichkeit, ich war 17, konnte mir also keine eigene Wohnung leisten und mein Vater hat dann gesagt, okay, ab ins Hotel. Ich bin also in die Ausbildung zum Hotelfachmann gegangen, um verkaufen zu lernen. Das erschloss sich für mich erst gar nicht. Aber ich bin dort rein und habe 3 Jahre eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Hotelkaufmann durfte nicht, Fachmann war richtig. Ich habe also alles kennengelernt. Ich habe alles an Menschen kennengelernt, von jedem Kontinent gefühlt. Egal ob arm, ob reich, ob dick, ob dünn, ob groß, ob klein, alles. Und alle wollten nur eins. Sie wollten das Hotel glücklicher verlassen, als sie gekommen sind. Und am 23. Oktober 1907, kurz vor meiner Zeit, eröffnete Lorenz Adlon das weltbekannte Hotel Adlon. Damals noch unter den Linden 1. Und dieses Hotel Adlon sollte unter der Überschrift Adlon obliege, Adlon verpflichtet, Branchenmaßstäbe setzen. Es sollte einen noch nie dagewesenen Service am Kunden präsentieren. Lorenz Adlon wusste schon damals, er kann über Service wesentlich besser verkaufen, wenn der Gast sich wohlfühlt. Und das war das Erste, was mein Direktor mir am ersten Tag erzählt hat. Und so bin ich durch meine Ausbildung gelaufen. Und eine Geschichte blieb mir besonders im Kopf. Gisela und Reinhold Martens, die Namen sind natürlich ausgedacht. Gisela und Reinhold checkten ein. Reinhold war so groß, circa 60. Gisela war so groß, so eine richtige Grande Dame. Und alles, was Reinhold machte, war falsch. Ich hoffe, der eine oder andere Mann kennt das nicht. Aber alles. Falsches Zimmer, falsches Hotel, falscher Berater, mit dem er gesprochen hat. Das Hotel war zu dunkel, zu hässlich, keine Ahnung was. Es war alles falsch. Und die waren 10 Tage da. Und jeden Tag hat Reinhold auf den Deckel gekriegt.
Reinhold war schuld, dass die Eier zu kalt waren und nicht unser Koch, Reinhold. Immer drauf auf den und der war halt nur 1,60. Der wurde immer kleiner. Und am siebten Abend saßen Reinhold und ich da, ich und meine Kollegen zusammen, zwei männliche Azubis, und wir dachten uns, wie können wir Reinhold helfen? Und wir hatten keine Ahnung, wie Männer nun mal so sind. Wir fachsimpeln viel, aber haben dann meistens wenig Ahnung. Und dann kam eine Kollegin um die Ecke und sagte zu uns, ja, was macht ihr denn da? Und dann sagen wir reden über Reinhold und Gisela. Und sie fängt schon an zu lachen, weil jeder kannte sie. Und dann sagte sie, Männer wollen doch immer Helden sein. Ja, die Frau hat's drauf. Männer wollen doch immer Helden sein. Und am nächsten Morgen sind wir direkt zu unserem Direktor hin und haben gesagt, Herr Gramm, Männer wollen doch immer Helden sein und wir würden gerne Reinhold und Gisela was wirklich Gutes tun. Wir möchten Gefühle erwecken. Und er sagte, kein Problem, heute ist Mittwoch, die sind nur noch 3 Tage da, bis Samstag verkaufen wir die Suite sowieso nicht, gebt die denen als Upgrade umsonst. Und ich dachte, wow, das hätte ich nicht erwartet. Okay, dann haben wir schon mal das. Und dann haben wir geguckt, was ist in unserer Stadt heute Abend an Theater oder. Wir haben ein Theaterstück rausgefunden und haben 2 Karten gekauft. 17 Euro, damals war es im Endeffekt noch D-Mark, 17 D-Mark. Und ich habe mich unglaublich darüber gefreut, diese 2 Karten auszudrücken. Ich bin im Endeffekt dann mit der Kollegin, weil sie hatte die Idee, auf die beiden zu und sagte, Herr und Frau Martens, Ihr Zimmer ist endlich fertig. Und ich wollte mich noch einmal dafür entschuldigen, Herr Martens, dass wir Ihnen das Zimmer nicht vorher fertig machen konnten, wir hatten ja den Wasserschaden. Aber dafür stellen wir Ihnen jetzt für die nächsten 3 Tage eine Suite zur Verfügung, wie Sie es im Endeffekt für Ihre Frau gewünscht hatten. Und er wusste gar nicht, was los war. Und sie hat angefangen zu grinsen. Ach ja, und Herr Martens, ich habe hier auch noch die 2 Karten für Sie, für heute Abend, die Sie fürs Theater haben wollten. Ich hoffe, ich habe die Überraschung jetzt nicht kaputt gemacht. Und Angelika war sowieso schon 1,90 und die wurde 3 Meter groß gefühlt. Sprang Reinhold um den Hals, hat ihn geküsst, als wären sie 16 und gerade frisch verliebt. Das war der Wahnsinn. Die Angelika und der Reinhold. Und der Reinhold wurde groß. Auf einmal war er wieder 1,70. Und noch heute komme ich zwischendurch an meiner alten Ausbildungsstelle vorbei, spreche mit dem einen oder anderen Kollegen, der noch da ist. Und Reinhold und Gisela gibt es heute noch in dem Hotel. Und sie buchen seit 15 Jahren immer die Suite. Und gehen immer ins Theater. Wir haben also durch besseren Service 15 Jahre Suite verkauft. Der Direktor ist leider nicht mehr da, sonst würde ich ihm eine Provisionsrechnung schicken. Also im Endeffekt muss ich sagen, Service ist ein Zusatzprodukt, eine Extrameile, die dieses Kernprodukt oftmals besonders machen. Der Urlaub ohne guten Service wäre nicht gut. Der Dienstleister ohne guten Service, da würden die Leute kündigen. Ich habe also nach dieser Ausbildung endlich eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann machen dürfen. Danke, Papst. 3 Jahre, nicht verkürzen, war nicht. 3 Jahre Ausbildung wieder. Und nach diesen 3 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und einen Immobiliendienstleister gegründet. Ein Maklerunternehmen. Und ich wollte dieses Maklerunternehmen 1:1 aufbauen wie ein 5-Sterne-Hotel. Und ich verbringe jetzt noch unglaublich viel Zeit in Hotels und sitze einfach nur da und gucke zu. Damit ich lerne von denen. Was können wir mitnehmen? Und so ist meine Rezeption, das ist ganz einfach. Mein Service ist mein Verkauf. Meine Küche sind meine Backoffice-Damen und Backoffice-Herren, weil die bereiten den Teller vor, die kochen das Essen und der Service, mein Verkauf, liefert es nur. Wir haben einen SOS-Service auf der 5-Sterne-Hotellerie übernommen, dass jeder, egal ob Azubi im ersten Ausbildungsjahr oder Geselle, der schon seit 2009 bei mir ist, sofort 400 Euro eine Besonderheit für den Kunden herholen kann. Wenn irgendein Missgeschick passiert, das nennt sich SOS Save Our Service-Funktion, kommt aus der gehobenen Hotellerie. Meine Wellness-Abteilung ist meine Marketing-Abteilung, weil sie muss es doch schaffen, dass der Kunde sich wohlfühlt und angesprochen fühlt. Und so habe ich versucht, komplett quer zu denken. Wie wird der Kunde empfangen? Handschriftlich wird er bei uns empfangen im Besprechungsraum mit einer Karte. Sehr geehrter Herr Schmidt, wir freuen uns recht, dass Sie bei uns vorbeigekommen sind, wollte ich schon was sagen. Sehr geehrter Herr Schmidt, wir freuen uns, dass wir Sie in unserem Immobilienbüro begrüßen dürfen und hoffen, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt.
Jeder Kunde nimmt es in die Hand und freut sich darüber, der fängt an zu grinsen. Und das bitte könnt ihr auf jedes Unternehmen übernehmen. 1000 Sachen. Schickt ihr noch Geburtstagskarten raus? Wer von euch kriegt noch Geburtstagskarten von seinem Immobiliendienstleister oder Versicherungsmakler? Das ist viel weniger geworden. Die Ansprüche am Service sind drastisch gestiegen, die Qualität unglaublich gesunken. Und ein guter Freund von mir hat ein großes Autohaus und meinte, Benny, was kann ich übernehmen? Und ich sagte, was möchtest du denn? Und er sagte, ja, ich möchte, dass die Leute noch glücklicher sind, während sie ein Auto sich anschauen. Und ich sagte, ja, was machen die denn immer? Ja, keine Ahnung. Ich sage, ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann habe ich mich dorthin gesetzt und habe geguckt, was die machen. Und tatsächlich macht jeder, wirklich jeder macht die Mittelkonsole auf. Warum? Auf, zu, immer gleich groß, auf, zu. Und ich sage, da legen wir Schokolade rein. Und er sagt, wie, wir legen da Schokolade rein? Wir legen da einen handschriftlichen Zettel rein, wo drauf steht, lieber Kunde, ich hoffe, dass Ihnen das Auto gefällt und wenn Sie es umdrehen, sind Sie noch glücklicher. Das haben wir da reingelegt und die Leute haben es rausgenommen, haben es gelesen, haben es umgedreht, haben gegrinst und gelacht. Das ist so einfach. Die Hotellerie, die Fünf-Sterne-Hotellerie macht es uns vor. Und Tim Bensko hat ein ganz tolles Lied darüber geschrieben. Hat er natürlich nicht darüber geschrieben, sondern er hat ein Lied geschrieben, was hoch heißt. Aber in diesem Lied heißt es halt, wie viel, die Menschen fragen mich, wie viel extra Meter gehst du? Ihr fangt in Zukunft bitte erst an zu zählen, wenn es weh tut. Das ist sein Lied und das muss der Servicegedanke in Deutschland sein. Wenn ihr querdenkt, dann kopiert die Fünf-Sterne-Hotellerie, denn Service macht Spaß. Wir wollen glücklich sein, wir lieben es, glücklich zu sein, wir lieben Service. Wir kaufen Emotionen, wir kaufen Gefühle und von daher, ich bedanke mich bei euch für einen ganz, ganz tollen Aufenthalt heute Abend bei Gedankentanken. Dankeschön. Benjamin Dau!